Okay, sehr gut. So. Wunderbar. Okay, was auf jeden Fall schon mal ein großer Unterschied ist. Die Dinger fahren viel langsamer an als die europäischen LKWs. Das ist schon krass. Aber ich glaube, wir sind gerade übrigens in San Francisco. Läuft aber, glaube ich, ganz gut, oder? Nee, ist kein Flugzeugcockpit. Könnte man aber glatt meinen, ne? Okay, dann bleiben wir hier kurz stehen. Und, Amitrucks, nee, hässlich. Hässlich finde ich die nicht. Die sind gewöhnungsbedürftig. Das ja. So, das ist übrigens die Weltkarte. Falls ich die noch nicht gesehen habe, das ist die Weltkarte. Jetzt kommt ja am 12.06., glaube ich, kommt Dings raus. Washington. Washington. Bin ich sehr gespannt drauf. Freue ich mich schon drauf. Okay, dann gucken wir mal in den Frachtmarkt. San Francisco sind wir gerade. Haben wir hier vielleicht was, wo wir noch nicht waren? Oh, hier kann man Autos transportieren. Guck mal. Ich habe übrigens auch Mods installiert, dass das richtige Firmen sind. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das jetzt hier Eddies und Pflastersons. Gibt es das wirklich? Ich habe keine Ahnung. Ist schon, glaube ich. Nee, ich habe heute geguckt, da war es eigentlich noch nicht draußen. Also ich meine, das kommt noch. Okay, haben wir irgendwas, wo wir noch nicht waren? Könnten nach Tucson fahren. Nach Yuma, da waren wir aber auch schon. Nach Phoenix, Arizona waren wir schon. Los Angeles waren wir auch schon. Bakersfield waren wir auch schon. Das sind alles so Mini-Dinger, ne? Killer! Vielen, vielen Dank! Danke, danke, danke für deine Subgifts, für die Subbomb. Vielen, vielen Dank. Danke, danke, danke. Okay, wir könnten nach Santa Cruz mal rüberfahren. Zum Reinkommen ist das vielleicht nicht schlecht. Vielleicht ist das zum Reinkommen vielleicht nicht schlecht. Also fettes, fettes Dankeschön nochmal an Killer für deine Subbomb. Dankeschön. Okay. Post-Ad. Okay, die Dings haben nicht funktioniert, glaube ich. Die realistischen Firmen, weil Post-Ad sollte eigentlich FedEx sein. Naja. Ach stimmt, in Amerika war das ja so. Wobei, ist das UPS? UPS, nee, das ist nicht echt, leider. Was ich halt hier cool finde, du kannst halt rechts abbiegen, wenn nichts kommt. Also wenn du siehst, boah, Alter, der Wendekreis. Das war nicht gut. Wenn du halt siehst, oh, okay, ich kann fahren. Nach rechts, ne? Wie bei so einem Rechtsabbiegerpfeil. Dann kannst du auch fahren. Das ist halt echt nice. Soll ich den Spielsound ein bisschen lauter machen? Oder passt das? Bisschen. Okay, warte. Noch ein bisschen lauter. Audio. Machen wir die Gesamtlautstärke ein bisschen hoch. So. So. Ja, ich glaube, das ging ganz gut. Ich komme mir gerade vor, als würde ich gerade hier GTA spielen. Und man muss halt aufpassen, man darf nur 30 fahren. Alina 2701, schlaf gut. Gute Nacht und schlaf gut. Also wie gesagt, man darf halt hier wirklich nur 30 fahren. Das ist schon krass. Ja, können wir uns das Ding mal ein bisschen von näher mal angucken. Sieht ein bisschen aus wie bei GTA, ne? Ist schon cool. Sieht schon geil aus irgendwie. Also kann man echt nicht sagen. Hier flischt irgendwo ein Helikopter rum, habe ich gerade gehört. Wann kommt da ein neues Auto von Mercedes? Ja gut, ist ja nicht meiner, ist ein Testwagen. Der kommt Ende Juli. 31. bis 14. August. Ja. Wobei ich nach wie vor echt Bock hätte. Sind aber 30, wenn man nicht kam, das sind 48 km. Ach so, ja gut oder so. Weil ich ja nach wie vor echt immer noch Bock hätte auf eine
Offen. Okay, die sind ja schnell dabei, wa? Junge, Junge, Junge. Die fackeln nicht lange. Krasse Typen. Alaskan Truck Simulator auf jeden Fall. Den zocke ich auch. Also wenn der draußen ist, auf jeden Fall. Gerne auch hier im Stream. Wird bestimmt cool. So mit Jagen gehen und so. Wird schon geil, glaube ich. Also auf den hätte ich schon richtig Bock. Auf jeden Fall. Wie gesagt, wobei ich nach wie vor immer noch Bock hätte auf ein festes Auto von Mercedes. Aber, ja. Irgendwann vielleicht mal. Irgendwann vielleicht mal. So, wir müssen gleich abbiegen. Theoretisch gesehen müssten wir ja abbiegen dürfen, oder? Wenn nichts kommt, dürfen wir abbiegen. Das ist so ungewohnt. Bin schon sehr gespannt auf das Auto. Ich auch. Ich auch. Vor allem freue ich mich schon, mit GoPro und sowas aufzunehmen, mit dieser Headstrap und sowas. Ich glaube, da kann man schon was ganz Cooles draus machen, auf jeden Fall. Und wäre auf jeden Fall auch cool, vielleicht kommen ja noch andere Autohersteller, die dann irgendwann mal sagen, hier Tobi, hast du Bock, lass uns das Auto mal zu fahren oder so. Wäre schon nice. Auf jeden Fall. Wäre schon nice. Vielleicht, wie gesagt, auch wirklich mal Autos, die man sich auch leisten kann. So, das ist eigentlich so das Ding. Und jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, ein Audi R8, so wie der Dennis jetzt zum Beispiel. Das ist zwar ein cooles Auto an sich, aber das kann sich kein Mensch leisten. Also, das können sich schon Leute leisten. Leute, die halt eben viel Geld haben. Ja. Aber vielleicht ist es einfach cooler, Autos vorzustellen, die für den Normalo auch realistisch sind. Ich glaube, das würde vielleicht sogar noch einen Tacken besser ankommen, als wenn ich da jetzt mit irgendeiner fetten, mit irgendeinem fetten Ding komme, weißt du? Toll, sind die Aufträge jetzt weg oder was? Wo wir eigentlich hin wollten? Toll. Super. Ja, geil. Ja, dann lass den hier neben kommen. Scheiß drauf. Okay, wo ist der Auflieger? Da drüben irgendwo. Wie schön langsam fahren, ist eine Baustelle. Ach, das gute Stück da vorne. Okay. Ich finde es auch krass, wie lebendig die Welt hier mittlerweile geworden ist. Das war halt ganz am Anfang noch überhaupt nicht so. Ja, okay, da hinten gucken brauche ich jetzt nicht. Weil ja, wie lebendig die Welt mittlerweile geworden ist. Das war halt am Anfang, war hier halt alles tot irgendwie. Und mittlerweile hier der Kran bewegt sich, wie ihr gerade seht, am Schatten. Also ist schon cool. Wir fahren jetzt nach Barzow oder Barzow, irgendwie sowas. So. Einmal aufsatteln, bitte. Okay. Markus, Bruder, schlaf gut. Du bist ein sehr verrückter Mann. Vielen, vielen Dank für deinen Baba-Support. Danke dir. Wirklich. Danke, danke, danke. So. Sind jetzt ein paar Meilen, ne? Gut, geht schon mal gut los. War aber zum Glück nur Schaden am LKW. Tante Blutwurst. Danke dir für deinen Resub. Vielen, vielen Dank. Okay, links können wir, rechts auch. Ich bin einfach mal so frech. Die standen ja noch, das passt schon. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall was anderes als der Euro Truck Simulator. So viel steht fest. Ist auf jeden Fall schon anderes Fahren. Aber passt schon. Okay, hier sind wir noch 30. Aufpassen. Mach mal den ab. Ich mach mal den Dings dann hier.
Ich glaube, ab da vorne können wir dann ein bisschen schneller fahren. Das Ding ist, ich sehe hier gar nicht, wo sieht man denn hier an dem LKW bitte, wie schnell der Tempomat jetzt gerade eingestellt ist? Seht ihr das? Ich sehe da gar nichts. Oh, guck mal, ein Wasser da drüben. Cool. Ich sehe da halt wirklich nichts. Drück mal I durch. Ah, krasser Typ. Ah, Cruise Control, da unten. Okay, nice. Danke. danke. Okay, wir dürfen sogar jetzt 55 fahren. Danke. Herrlich. Guck mal, was da kommt. Wie auch in Amerikan rot. Ei, bremst dich aus, wenn ich Bock drauf hab. Lädst du das Rennen vom GPU eigentlich noch auf YouTube oder hast du die nicht aufgenommen? Doch, ich habe also zwei Stück habe ich aufgenommen, aber eins davon habe ich leider verpeilt aufzunehmen. Da habe ich in der ganzen Aufregung leider vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Von daher. Also ich kann die anderen beiden natürlich hochladen, wenn noch Interesse besteht. Ja, die anderen habe ich leider vergessen. Wenn du ausräumst, holt er die Schrotflinte raus. Ja, da musst du halt echt vorsichtig sein. Wir sind hier immer noch in den USA, ne? Shaxan, vielen, vielen Dank für deinen 12-Monats-Resub. Dankeschön. Ein Jahr dabei. Ehre. Ehre auf dein Auge. Sagt man ja heutzutage so, oder? Ehre auf dein Auge. Guck mal, ihr fetter Hammer, Alter. Jawoll. So, da sagen die, die Amis haben kein Geld. Als ob. Schade, dass das mit den Mods nicht funktioniert hat. Muss ich nochmal nachher gucken. Warum die nicht hier mit drin sind. Muss ich nachher nochmal schauen. Was das ist. Duke, grüße dich. Schönen guten Abend. Ja, sorry, ich habe da hinten ein bisschen überbreitet, tut mir leid. I do my very best. Küss deine Augen, ja. Auf jeden. Boah. Sorry, ich bin neu hier. Wir müssen auf jeden Fall gleich nochmal zum Händler fahren und mal gucken, was man hier noch so für LKWs kaufen kann. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich gerade für ein LKW habe und was das Coolste ist, was man sich holen kann. Ich habe keinen Plan. Wie findest du eigentlich ATS oder ETS 2? Ich liebe beide Spiele. Lecker oder Tastatur? Ich fahre gerade mit Maus. Ja, wahrscheinlich mit Maus. Ich fahre gerade mit Controller, so. Fahr mit Maus. Mit Lenkung und allem. Oh, warte mal. Oh mein Gott. Moin. Ich hab den überhaupt nicht gesehen gerade. Ich hab gerade irgendwie darauf geachtet, dass ich meinen scheiß Tempomaten auskriege. Siehst du, dann passiert sowas. BMW Z4, was ist denn ein Z4? Bei BMW kenne ich mich überhaupt nicht mit den Autos aus. Weil die mich nicht so richtig, also nicht so wirklich interessieren, die Autos. Ich weiß es nicht.
ob ich den fahren würde. Fahren würde ich an sich jedes Auto. Einfach um es auszuprobieren. Und ich bin auch noch nie richtig BMW gefahren. Deswegen kann ich nicht sagen, ob mir BMW jetzt vom Fahren her gefällt oder nicht. Ich kann nur so viel sagen, mir gefällt BMW von der Optik her einfach meistens nicht. Ja? Also außer der M8. Ne? Der M8 sieht natürlich schon geil aus, aber ist ein Fahrzeug, was ich mir nie leisten kann. Von daher, keine Ahnung. Ist ein Roadster. Ah, okay, alles klar. Hä? Sag mal, Ingo! Ingo ist doch Safe Call Lotto-Millionär. Der ist doch Safe Call, ist der doch Lotto-Millionär oder sowas. Das gibt's doch gar nicht. Was ist los mit dem Jungen? Ingo, Digga! Boah, ich krieg die Kurve schon wieder nicht. Das ist echt Umgewöhnung. Puh. Alter Vater, ey. Der Ingo rastet komplett aus. Unglaublich. So, ich drück mich hier mal rein. Du kannst auch einfach auf die andere Spur fahren. Da ist nämlich nichts los. So. Ingo hört erst... Ja, Ingo hört echt erst auf, wenn alle dran waren. Aber echt. Ja, Ingo, ne? Bruder, auch an dich ein ganz, ganz liebes Dankeschön natürlich für den Support. Danke. Unglaublich. So, hoch mit dem Tempomaten. Kann man ruhig mal auf 60 hochziehen, das Ding. Weiß ich, wann wird man geblitzt hier? Ich habe keine Ahnung. Weißer Schimmel, noch nicht lange. Ich glaube, wir haben bis 20 nach 12 oder so Zelda gespielt und jetzt spielen wir Auto Truck. American Truck Simulator. Ich muss mal ein bisschen runterziehen hier. So, der Kolonne da hinten drauf fahren. Ja, theoretisch, wenn man ein Auto nicht jeden Tag braucht, kann man sich auch ein Leihauto holen. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Fährst du wie ein Besoffener? Weißt du, was das Lustige daran ist? Ich bin nicht mal besoffen. Aber zu meiner Verteidigung, ich fahre auch mit Controller. Ja. Ich fahre auch mit Controller und ich habe den ATS schon ewig nicht mehr gespielt. Teufelsbaby, schlaf gut. Gute Nacht und natürlich auch an alle, die schlafen gehen. Gute Nacht an dieser Stelle. Kommt gut hin. Oregon und New Mexico DLC nicht? Na, habe ich den nicht? Echt jetzt? Oh, habe ich die DLCs nicht? Okay, okay. Muss ich dann nach dem Stream mal gucken, ansonsten baller ich mir die einfach mal rein nachher. Absolutes Must-Have. Hol dir verdammt nochmal ein Bier. Okay, pennen müssen wir zum Glück noch nicht. Natürlich kann ich auch nüchtern Kacke fahren. Hallo? Stellen. Oh, die Karte war blank an den Stellen. Okay, gut. Wie gesagt, nee, dann habe ich das nicht. Habe ich das tatsächlich nicht. Würde ich mir auf jeden Fall mal holen. Auf jeden Fall. Ja, das ist. Weiß Bescheid. Hast du schon mal Lay's Bacon gegessen? Ja, sicher. Gibt es Smoked Bacon, glaube ich. Dann gibt es Roasted Bacon oder sowas. Irgendwie in die Richtung. Richtig geil.
Du spielst mit Rockband Drum. GG, Alter. Oh, guck mal, Mercedes. Ne, doch nicht, war ein Renault. Okay. Über die diese Dörfer, also diese kleinen Käfer da an der Seite. Finde ich voll geil. Danke für die gute. Ist krass, wie viele Leute immer in der Nachtschicht hier beim Stream dabei sind. Ne? Das ist voll krass. Feier ich extrem. Klar, ich meine, was willst du auch machen? Ne? Was willst du auch machen in der Nachtschicht? Ist unbedingt. Es gibt Leute, die sitzen, müssen halt einfach nur da sitzen und irgendwelche Sachen beobachten oder sowas. Aber es ist krass, wie viele in der Nachtschicht immer dabei sind. Das ist echt nice. So, jetzt können wir ein bisschen hochbeschleunigen. Ich merke mal gerade, ob wir pennen gehen müssen. Okay, Pause in 5 Stunden, Ankunft in 4 Stunden. Passt. Ups. Nachts kann man ruhiger arbeiten und nebenbei den Stream genießen. Das ist die Sache. Ja, das, klar. Easy. Feier ich. Ja, hier mit seiner dicken Karre da unten, weißt du? Guck ich dir doch an. Moin! Sah im ersten Moment gerade aus wie ein Krankenwagen irgendwie. Was ist, ich bin Beifahrer beim Geldtransport, weite Strecken. Sitze hier und gucke Stream. Oh, nice. Auch nicht schlecht. Oh, Wiegestation. Okay, wir dürfen weiterfahren. Sehr gut. Müssen zum Glück nicht wiegen gehen. Moin, Jungs! Hört sich ja an wie so ein Herzfrequenzmesser, ne? beim ATS gibt's... Klar, beim ATS gibt's auch diese Radiostationen, diese Radiosender, die man sich anmachen kann. Das sind ja normale Simulatorenradios. Also die gelten jetzt nicht nur für Euro Truck oder für American Truck, sondern die gelten... Den kannst du auch beim Landwirtschaftssimulator benutzen und so weiter und so fort. Ne? Manche unterstützen das Ingame sofort, also ne, dass du das Ingame quasi starten kannst. Manche aber musst du halt auch manuell starten. Aber an sich sind das halt Radiosender für alle Simulatoren. Also hier hast du logischerweise auch diesen Ingame-Browser dabei, wo du den nutzen kannst. Wieder ein bisschen runterdröhnen hier, weil die da vorne... nicht die Geschwindigkeit fahren, die sie fahren dürften. So. So, wenn die Trucker in echt ihre Trucker-Muschis auspacken können während der Fahrt, dann versuche ich jetzt mal während der Fahrt mir was zu trinken einzugießen. Oh, das funktioniert. Boah, hat einigermaßen gut funktioniert. So. Sehr geil. Warte mal, das ist aber... Stehe ich doch lieber wieder die Flasche davor. Ja, das ist ein bisschen abgedunkelt. Achso, man darf auch links fahren. Ja gut, aber ich bin ja nicht schneller als die, die auf der Seite hier fahren, oder? Sicher, dass ich das dann auch befahren darf?
Darf man? Ach was? Okay. Das ist krass. Wusste ich nicht. Rooster, vielen, vielen Dank für deinen Resub. Dankeschön. Amerikas gab es die Landschaft. Ja, mega, ne? So, komm, ich drück mal ein bisschen aufs Gas hier gerade. So, wenigstens einmal überholt haben. Kann das sein, dass ich mich verfahren habe? Hätte ich irgendeine Ausfahrt nehmen müssen? Ja, oh. Scheiße. Na gut, das ist sowieso nicht schlecht, wenn wir ein bisschen auf die Tube drücken. Besser ist das. Können wir hier ganz entspannt wieder rüberziehen. Aber doch wieder rüber. Jetzt sogar durch durchgezogene Linie, tut mir leid. Aber ich will da nicht lang. Sightseeing mit Tobi. Ja, easy. Wir gucken uns das an hier. In aller Frische. Haben wir noch 200 Meilen, 4 Stunden. Müssen wir pennen? 3 Stunden. Scheiße. Ich glaube, das ATS-Navi kann noch nicht schnacken, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Visam, gute Nacht dir. Schlaf gut. Trucker Lane. Oh, hier gibt es sogar eine Trucker-Lane. Hä, wie geil ist das denn? Oh, jetzt muss er aber ein bisschen kämpfen. Hier geht's berghoch. Ui. Okay, warte, ich mach den mal aus. Dann gib mal ein bisschen Stoff. Okay, das finde ich aber cool, dass die eine eigene Trucker-Lane haben. Das finde ich nice. Marek, danke dir für den Resub. Dankeschön. Finde ich aber cool, dass die so eine Trucker-Lane hier haben. Okay, hier ist auch schon wieder vorbei. Toll. Cool, eine Trucker Lane. Oh. Knipsi, alles Gute zum Geburtstag. Happy Birthday. An dich. Jetzt geht's bergab. Jetzt kommt der LKW richtig in Fahrt. Kann sein, dass wir gleich geblitzt werden. Na ja, gut. Dann halt die ganze linke, Brudi. Jetzt müssen wir ein bisschen Zeit aufholen, weil ich habe keinen Bock noch zu pennen, weil ich glaube, dann reicht es von der Zeit her nicht mehr. Was extrem scheiße wäre. Okay, da vorne müssen wir sowieso runter. Okay. Nice. Geschafft, ohne geblitzt zu werden. GG. Auf dem Hügel stehen bleiben, verursacht schon mal ein bisschen Stau, ne? Uiuiui. Ach komm, der hat so ein Doppel aufliegen. Oh ne, das sind nur 2 Container, okay.
Okay, hier mal eben schnell. Warte mal, wann müssen wir denn da sein, sag mal? Ach, wir haben noch 18 Stunden. Okay, warte mal, dann können wir hier eine Runde pennen gehen, warte mal. Bevor das eng wird und wir hier eine Strafe kriegen, gehen wir halt hier eben schnell pennen. Muss ich nur mal gucken, wo wir hier schlafen dürfen. Ah, hier wahrscheinlich. Oder? Ja. Ja, passt schon. Ne, passt nicht, weil wir hier nicht schlafen können. Hier können wir. Ich lasse den jetzt aber mal so stehen, das Auto. Passt schon. Dann können wir noch in aller Ruhe schlafen gehen, wenn wir noch so viel Zeit haben.